Hallo, ich habe heute meine Lieblingsbuchcover für euch. Ich bin ja jetzt nicht so der Mensch, der sich nur von einem schönen Cover dazu verleiten lässt, es zu kaufen. Und ich sehe immer wieder so Videos so, ja, meine schönsten Bücher, meine schönsten Cover. Als letztes habe ich das von der Laura gesehen. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und mir fällt dabei immer auf, dass ich teilweise einen ziemlich anderen Geschmack habe. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch einfach mal das, was ich als ein schönes Cover empfinde. Ich hatte im Vorfeld versucht, die so ein bisschen einzuteilen in verschiedene Kategorien, aber ich glaube, bei Buchcovern ist mein Geschmack ziemlich willkürlich. Und ich habe es auch jetzt in keiner bestimmten Reihenfolge. Wir fangen nämlich an mit einem Buch, was wirklich hauptsächlich ich mir gekauft habe, weil ich das Cover so hübsch finde. Skippy stirbt von Paul Murray. Und irgendwie fand ich das cool mit diesem Pottwal, mit dieser raushängenden Zunge und irgendwie passte das so zum Titel und dieses Design. Dann stellvertretend für die ganze Reihe der erste Band der Königsmörder-Trilogie. Ich finde alle Bücher aus dieser Reihe wunderhübsch. Ich wollte jetzt nicht alle zeigen. So leicht auf alt gemacht und dann diese Schnörkelei und immer so ein Schatten hier. Irgendwie mag ich das. Und ich finde auch, das sieht dann im Regal wirklich hübsch aus, wenn es dann da steht. Diese wunderschöne Gesamtausgabe von den Chroniken von Narnia. Als ich dieses Cover gesehen habe, habe ich mir gedacht, scheiße, du musst doch nochmal Narnia lesen, weil es einfach so unglaublich hübsch ist. Und mittlerweile habe ich ja auch alle Narnia-Bände gelesen. Und genau so stelle ich mir auch die Mähne von Aslan vor. Dieses irgendwie Feuer und mystisch und magisch. Und ich liebe dieses Cover. Ein Cover aus dem Bereich simpel. Und zwar Schiffbruch mit Tiger. Irgendwie mag ich diese super Einfachheit von diesem Cover total gerne. Dann ist mir aufgefallen, dass ich so ziemlich fast jedes Buch von Frank Schätzing super schön finde. Mein Lieblingsbuch davon ist Der Schwarm. Das habe ich aber nicht hier. Aber mindestens genauso gut gefällt mir Limit von Frank Schätzing. Diese Schlichtheit und Einfachheit und einfach nur schwarz mit dieser geilen Schrift. Und dann auch ein Buch, wo ich ein bisschen mich habe vom Cover verleiten lassen, es zu kaufen. Und was ich auch immer noch nicht gelesen habe, When God Was a Rabbit. Hier mag ich besonders, dass das Cover an sich aus matter Pappe ist. Und nur dieser Kreis, dieser schimmrige, ja, ihr seht das, ne, glänzt und schimmert. Und auch die Sterne so ein bisschen. Und ansonsten ist dieses Cover halt wirklich Pappe und matt. Und irgendwie fand ich das super schön. Dann zwei Bücher, wo ich echt lange darauf gewartet habe, dass sie in dieser Variante erscheinen und wo ich sie mir dann auch erst in dieser Variante gekauft habe. Mal The Girl Who Saved the King of Sweden in dieser coolen, orangenen Variante, die nämlich sehr gut passt zu dem Vorgänger A 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Ich mag dieses Coverdesign so unglaublich gut mit dieser Schrift und ich liebe auch den Buchrücken hier super, ja, obwohl es total simpel eigentlich ist. Dann ein Cover, was ich eigentlich richtig liebe, wo mich aber eine Klitzekleinigkeit stört. Und zwar Die Maschinen von Anne Leckie. Ich liebe diesen Roboter und dieses Cover. Mich stört so ein bisschen, dass hier oben diese Awards aufgezeichnet sind. Ich fände es schöner, wenn da einfach nur die Sterne und das Universum wären. Aber irgendwie mag ich dieses Cover trotzdem mit dieser auseinandergebrochenen Maschine. So muss ein Science-Fiction-Cover für mich aussehen. Da muss Weltraum drauf sein und irgendwas Technisches. Ich finde das wahnsinnig cool. Ich liebe solche Cover. Dann haben wir wieder einen Vertreter aus der Kategorie schlicht und einfach und trotzdem dem genial. Der Marsianer von Andy Weir ist wirklich, das ist somit eins meiner absoluten Favorite-Cover überhaupt. Auch hier stört mich leider dieser Sticker. Ich traue mich aber nicht, ihn abzumachen, weil ich Angst habe, dass ich dann hier so einen ekligen Sticker-Rest drauf habe. Noch ein Buch, was ich richtig schön finde, weil es diese Kombination matt glänzend hat. Und zwar The Gospel of Loki von Joanne M. Harris. Generell merke ich, dass ich so ein Fan von dunklen und blau Covern bin. Ich finde das super geil mit diesem Gold, was dann so glänzt. Und zwar hätten wir einmal das Cover von Das Lied des Blutes, Rabenschatten, Band 1. Ich finde das so cool mit diesem mega geilen Schwert und hier mit der Rüstung und den gefalteten Händen um das Schwert und einfach nur die Schrift, kein Gesicht. Ich mag überhaupt diese Cover, wo irgendwelche Gesichter drauf sind, überhaupt nicht. Aber das finde ich mega hübsch. Ich mag so Cover mit Waffen drauf. Und damit wären wir auch schon beim letzten Cover, was ich wirklich, 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 wirklich hübsch finde. Und was eine Menge vereint, was ich an Covern hübsch finde. Es ist einfach, es ist matt und glänzend und es hat Waffen drauf und es ist in einem bläulich-grünlichen Ton gehalten. Und zwar rede ich von Das Licht hinter den Wolken von Oliver Plaschka. Ich finde dieses Cover einfach so unglaublich hübsch.
Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, bei welchen Covern, die ich hier jetzt gezeigt habe, ihr mit meiner Meinung mitgeht und sagt, oh ja, Shari, du hast so recht, dieses Cover ist so wunderschön, lasst es uns alle heiraten. Oder bei welchem Cover ihr euch denkt, Shari, was hast du eigentlich genommen, dass du dieses potthässliche Cover hübsch findest? Schreibt es mir unten in die Kommentare, mich würde das wirklich interessieren. Ist natürlich völlig legitim aufgrund der Unterschiedlichkeit der Geschmäcker. Und ihr könnt mir auch gerne mal Bücher unten reinposten, wo ihr denkt, dass sie mein Covergeschmack sein könnten und vielleicht auch mein Lesegeschmack sein könnten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Und bis dahin, tschüss!